Frau Herzogin? My, my, what's this? The Arisen, wasn't it? Sieh an, was ist denn das? Der Erweckte, nicht wahr? Oh, aha. Hochnäsige Schnöselin. Welcome back, sir. Then the Griffin is defeated. Willkommen zurück, Herr. Dann ist der Greif also besiegt? Jawohl, Herr. Blessed relief that. All who walk Grancis roads will rest easier for it. Welch segenreiche Erleichterung. Alle, die auf Grancis Straßen reisen, werden jetzt ruhiger schlafen können. It is welcome news too for trade. Auch sind dies willkommene Nachrichten für den Handel. You and the others who fought have my thanks arisen. Ihr und eure Mitstreiter habt meinen Dank, Erweckter. 43. Wir nehmen sie noch an, natürlich. You are to see me for your assignments and no one else. Ihr erhaltet eure Aufträge von mir und niemandem anderem. I speak for his grace on such matters. My word is his. Any task deserves your full and immediate attention. Verzeih. In diesen Belangen spreche ich für seine Gnaden, meine Worte kommen seinem gleich. Von daher verdient jede Aufgabe eure vollständige und sofortige Aufmerksamkeit. Pray, make your choice, sir. Ich bitte, trifft eure Wahl. Beweismittel für die Verhandlungen sammeln. You've a stake in this and a right to hear, sir. You know of Fornival, aye? Ihr habt Teil daran und ein Recht, es zu erfahren, Herr. Ihr wisst, wer Fornival ist, nicht wahr? Der Name sagt mir was, ja? He is among the wealthiest of Grand Sorin's merchants, though now he stands to lose all. Er zählt zu den reichsten Kaufleuten in Grand Sorin, doch steht er nun davor, alles zu verlieren. He is accused of a litany of crimes. I would beg a favor, if you've the time. Er wird einer Unzahl von Verbrechen beschuldigt. Wenn ihr die Zeit habt, dürft ihr euch um einen Gefallen ersuchen? Natürlich. It seems Fornival was as busy in his underground dealings as in his honest work. Wie es scheint, ging Fornival ebenso emsig verborgenen Geschäften nach, wie sein ehrlichen Tagewerk. His bill of crimes includes bribery, fraud, abduction, the selling of secrets. Die Liste seiner Untaten umfasst Bestechung, Betrug, Entführung und Geheimnisverrat. Even collusion with salvation. The inquest continues as we speak. Selbst der Umgang mit der Loge der Erlösung. Während wir hier sprechen, dauern die Ermittlungen an. Should the present tide prevail, he will likely be found guilty and put to death. Nehmen die Dinge ihren Lauf wie bisher, wird man ihn wohl für schuldig befinden und hinrichten. Opinions are split, however, on the credibility of the present proofs and testimonies. Doch scheinen sich die Geister darüber, wie glaubhaft die vorliegenden Beweise und Zeugnisse sind. A few days yet remain before the matter is decided. I ask that you go and gather what facts you can. Wenige Tage verbleiben noch, ehe über die Sache entschieden wird. Ich bitte euch, versucht so viel an Hinweisen zu sammeln, wie ihr vermögt. Any proof is welcome, be it evidence or testimony, aught that clearly shows his guilt or innocence. Jeder Hinweis wäre hilfreich, sei es eine Aussage oder ein Beweisstück. Alles, was eindeutig für seine Schuld oder Unschuld spricht. Justice must be done. And for that, we've need of the truth. Wir müssen Gerechtigkeit walten lassen und dazu bedürfen wir die Wahrheit. Sammelt Beweise. Gibt's noch was? How did you fare, Fisher Knight? Wie ist es euch ergangen, Schwertfisch? You are to see me for your assignments and no one... I pray, make your choice, sir. Okay. Im Augenblick nicht. Da müssen wir Beweismittel sammeln.
Gut, aber zuerst heißt jetzt mal verkaufen, ablegen, schmieden und noch vieles, vieles mehr. Ja. Alter Walter, und jetzt ist... Well met, sir. Marvin? Why not ask Jasper's family their opinion on Fornival? Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. I've detailed our nearest estimate of their meeting place upon your map. Ich habe ihre Versammlungsorte auf eurer Karte eingezeichnet, so genau unsere Schätzungen es erlauben. Above all, see that you are not discovered in your search. Quiet as a shadow arisen. Achtet vor allen Dingen darauf, nicht entdeckt zu werden. Ihr müsst wie ein Schatten sein, Evictor. Ja, okay, ne? Also müssen wir jetzt mal anfangen. Also zuerst mal Inventar. Das muss auf jeden Fall bereinigt werden, bevor ich da wieder irgendwann rausgehe, noch und nöcher irgendwas mache. Müssen wir zuerst mal das Komplettpaket fertig machen. Und wenn wir das haben, machen wir die Beweise. Die würde ich abgeben, aber ich würde nicht weitersuchen, dass die Geschichte vorangetrieben wird. Hallo. I hear no end of praise for your feats of late, sir. In letzter Zeit vernehme ich immer öfter, wie Menschen eure Taten lobpreisen, Herr. Audience with the Duke now. Become quite the lordling. Impressive, really. Ihr habt eine Audienz beim Herzog. Aus euch ist ein rechter Lord geworden. Herrlich, wahrlich beeindruckt. Ich würde gern mal einlagern. Das und das. Dann möchte ich das einlagern. Ah, ich habe wahrscheinlich die eingelagert, ne? Gut. Das kann man mal ablegen. Verkaufen. Das muss ich mal noch kurz anschauen. Das würde ich verkaufen soweit. Das kann man entnehmen. Werkzeuge. Bewegen. Dann Wasser mit Flaschen, mit Öl würde ich aus 6 mitnehmen. Dass ich da das schön verteile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Suchermedaillons. Vier Hörner, für das. Suchermedaillon. Ah, das ist ein Medaillon der Schwüre. Okay. What will it be today? Ich möchte mal noch nichts kombinieren, aber bei den Fertigkeiten 10.000. Das ist auch schon wieder ein Sümmchen. Und hier habe ich nichts weiteres erhalten. Dann würde ich mal hier beim Schild schauen. Blitztrance. Heilige Trance. Düstere Pein. Ja, da gibt's noch einiges, ne?
Fokussierter Blitz, das sind 4 Magierstäbe. Und die habe ich eigentlich soweit. Der Kollege Fatzke. Beben. Starkes Beben. Mahlstrom. Langer Mahlstrom. Also da kommt einiges noch auf uns zu. Nein, eigentlich nicht, ne? What will it be today? Have your pick, any you like. Come again soon. Laufbahn möchte ich auch nicht ändern. Jetzt bin ich. Hallo. The idols are said to come in various forms. Es heißt, die Figürchen gibt es in Malerei, in mancherlei Gestalt. Es ist nicht von Belang, welche ihr mir beschafft, solange sie mir nur Geschäfte mit dem Waffenschmied gewährt. Ich vertraue darauf, dass euer Geschick der Aufgabe gewachsen ist, sonst hätte ich euch gar nicht erst gefragt. Zuerst mal verbessern. Den Basiliskenschnabel, den habe ich noch nicht. Greifenfittich. Wieso habe ich keinen Greifenfittich? Eisenhelm, Magnetstein, Wächterkapuze, das finde ich nicht schön. Da können wir noch so gerne rundherum drehen. Nein, das geht noch nicht. Der geht aber. Greifenfittich fehlt wieder. Da können wir zweimal verbessern. Dann ist das auch wieder ein wenig leichter. Bei ihm. Das geht nicht, das geht nicht. Ach, Dämmerkappe. Jupp, jupp. Ich würde gerne verkaufen. Und zwar würde ich gerne den mal verkaufen. Den und den verkaufen. Den und den verkaufen. Bei ihm würde ich gerne weg und weg, 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 weg. 85.000 kriegen wir dafür. The master works all. You can come again. Yep. Vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt müssen wir Hinweise suchen. Hallo. You know more of the witch? Möchtet ihr mehr über die Hexe erfahren? Most on how she speaks with the dragon. Ah, das haben wir schon gehört. Ich möchte die Aufträge. Prüfungen und Prozesse. Tragt so viele Beweisstücke und Aussagen zusammen, wie ihr vermögt, und berichtet Aldus in 4 Tagen von euren Erkenntnissen. Okay. Ich gehe da mal auf die Pirsch. Zuerst speichern.
Weil jetzt haben wir wieder einen Teil abgeschlossen. Dann gehen wir auf die Karte, weil wir ungefähr sehen möchten, wo das ist. Einmal hier, in dem, einmal die Kirche. Das ist zum Beweise vortragen. Okay, dann würde ich Umgebungskarte in Casardis und in der Sturmklippenturm. Dann würde ich zuerst Sturmklippenturm gehen, dann Casardis. Yep. Weil beim Turm oben sind ja wieder die weißen Wölfe und ich mag die nicht bei Nacht. Da gehe ich lieber zuerst dorthin und dann dahin. Und dann werden wir sehen. Und ich hoffe, ich schaffe das. Da muss ich wirklich durchrennen und nicht links und rechts vorbeischauen. 4 Tage. Nicht viel, aber machbar. Ah, schön wäre es, wenn im kommenden Teil, den wir ja parallel spielen, ein wenig, wenn es wieder so etwas ja, heruntergekommen, zerstörtes ist von den Vasallen, dass sie das wie aufbauen mit der Zeit, dass man Ressourcen bringen muss, dass es ein wenig mehr belebter aussieht. Aber wenn es nicht so ist, auch nicht schlimm. Also da wäre ich auch nicht böse, weil wenn sie ein geiles Kampfsystem haben, wenn sie eine geile Story haben, ich würde mir wünschen, mehr Hintergrundinformationen irgendwo nachzulesen zu können, sei es in Form von Codex, sei es in Form von ja, irgendwelchen Sprachnachrichten, Sequenzen, irgendwas, wo du einfach mehr über diese Welt erfahren kannst. Weil das fehlt mir hier in diesem Spiel wirklich noch. Du erfährst was, aber so bröselnd. Ja, ich hoffe, dass sie mehr rausholen aus der Geschichte, weil bis jetzt macht es unheimlich viel Spaß, den ersten Teil. Auch wenn es Laufwege für mich sind und Lernkurven. Und vor allem Lernkurven habe ich gerne, weil dann brauche ich nicht immer die gleichen Muster, sondern muss Muster anpassen, muss mir neue Sachen überlegen. Und das finde ich eigentlich etwas vom Spannendsten, was ein Spiel einem bieten kann, beziehungsweise verschiedene Spiele, dass man mit verschiedenen Spielen ganz verschiedene Denkmuster sich aneignen kann. Schön. Also die Bäume, da merkt man so den Schnitt zwischen 2D und 3D. Die Blätter, das was so im Wind ist, das ist 2D, das kann sich bewegen. Äste und der Baumstamm, der ist 3D, der ist unbeweglich. Ach nee, das sind Harpien. Auch nicht besser, wieder die weißen Wölfe. Lass mich raten, irgendwie gerade noch alles miteinander. Das ging jetzt sehr gut. Das ging jetzt überraschend sehr gut und sehr schnell. Gut, bis jetzt sind wir noch in keinen Hinterhalt geraten. Das erfreut mich, aber es macht mir auch ein klein wenig Sorgen, dass wenn ich mal irgendwann anders aufnehme, das vergessen habe, den kompletten übelsten Hinterhalt kriege und ich mich dann frage, what the fuck is jetzt gerade happening? Why is this happening?
Ah. Also ich weiß nicht, ich habe ja in letzter Zeit einige etwas ältere Spiele durchgenommen. Also insgesamt eigentlich zwei. Einmal Dragon Age Origin und jetzt hier Dragon's Dogma, Dark Arise. Und irgendwie finde ich, hat irgendwie die Grafik einen eigenen Charme, dass es noch nicht so perfekt ist, wie es heute sein muss, finde ich irgendwie ganz charmant. Hallo. A messenger brought word of Fornival's trial. Ein Bote brachte Nachricht von Fornivals Verhandlung. More's the pity. He finished our arms at quite the favorable rate. Es ist ein Jammer. Er stattete uns zu äußerst günstigen Preisen mit Waffen aus. Wird er daran gehindert, seinen Geschäften nachzugehen, werden wir wie Katzen ohne Krallen sein. Ich kenne den Mann nicht gut, doch werde ich nicht tatenlos zusehen, wie er verurteilt wird. Leibhaftig Zeugnis abzulegen hätte mehr Gewicht als eine bloße Botschaft, doch kann ich hier nicht fort. Ich bitte euch, nehmt einen meiner Männer mit zurück zur Hauptstadt. Er wird an meiner Stadt aussagen. Er erweist damit Fornival einen Dienst her und uns ebenfalls. I will send word ahead for a man to await you. Pray speak to him directly. Ich werde eine Nachricht vorausschicken, dass euch ein Mann erwarten soll. Bitte sprecht unmittelbar mit ihm. Okay, das X weg. Jetzt müsste der irgendwo hier sein. Ich muss da ein wenig rennen. Hey, Kollege. I'm called Castor. Sir Dario has informed me of my duties. Ich heiße Castor. Sir Darion hat mich über meine Aufgabe in Kenntnis gesetzt. Ich bin dankbar dafür, dass ihr mich zur Hauptstadt begleiten werdet. Sollen wir aufbrechen? Ja, bitte. Sehr wohl, Herr. Gut. Dann müssen wir jetzt aber ein wenig spurten. Ich habe gedacht, ja okay, irgendwie einen Beweis, irgendwas so. Jetzt noch eine Eskorte zu machen, das war jetzt nicht gerade in meinem Repertoire drin vorgesehen. Deshalb muss ich ein wenig durchsprinten, damit wir genügend Zeit haben, noch nach Casardis zu gehen. Und dann in der Stadt noch die Zeugen ja mitnehmen können. Und zum Glück respawnen die jetzt gerade nicht. Das ist auch noch ein großes Glück. So, jetzt wieder ein wenig sprinten. Irgendwas ist komisch. Ich habe nichts zwischen den Zähnen, aber dennoch fühlt sich's irgendwie so an. Keine Ahnung, was das war. Jetzt ist es weg. Jetzt wieder ein wenig Ausdauer regenerieren lassen. Ja, immer schön Schritt halten.
Schritt halten, nicht zurückfallen. Gut, jetzt sind wir wieder fast Max. Das heißt, Ausdauer, sprinten, 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 sprinten. Nicht zurückfallen, Kollege. Der hat, glaube ich, ein wenig Wegfindungsstörung. Das gibt's halt. Das kann man nicht ganz vermeiden. Das sind Begleiter immer so ein wenig Sonderfälle. Je offener und ebener das Gelände ist, umso besser funktioniert das. Aber wenn es starke Kurven, so kleine Steine gibt, dann kommen die schnell mal so, ich renne geradeaus. Oh, warte, jetzt muss ich zurück, jetzt muss ich so. Gibt's halt, aber ich denke, das ist jetzt nicht der Weltuntergang per se. Und jetzt können wir auch hier sprinten in der Stadt, ohne dass wir Ausdauer verbrauchen, sehe ich gerade. Weil das steigt und steigt und steigt, also kann man sich glücklich schätzen. Jetzt mache ich einen größeren Bogen, damit er ein wenig den Kurvenschnitt zu seinem Vorteil nutzen kann. Verzeiht fürs Anrempeln, war nicht mein Begehr. Aber wir haben noch viele Infos, die wir sammeln müssen. Also diese Ausdauer würde ich gerne haben mit der fucking schweren Rüstung, dem Knüppel an der Seite. Also ich wüsste sofort, wie oft ich mir schon die Schienbeine komplett zertrümmert hätte ab diesem Mist. So, ich gebe jetzt vorsichtshalber mal zuerst ihn ab. Weil nicht, dass wir da einmal so und dann ist er wieder ganz zurückgefallen. Das möchte ich nicht. You are to see me for your assignments. I speak for his grace on this. Pray. Beweismittel für die Verhandlung sammeln. Ihr habt Zeugen mitgebracht, hervorragende Arbeit. Ich werde für Sie eine angemessene Unterkunft bis zur Verhandlung sorgen. Es ist noch Zeit, Herr. Ich bitte euch, setzt eure Bemühungen fort. Gut, einen abgegeben. Dann heißt es jetzt rausspurten. Ja, verzeiht. Aber der Held der Geschichte, der hat Zeitdruck und der erste Tag ist auch schon fast rum. Vielleicht kriegen wir da noch den aus dem Haus. Hallo. The blustering fools just barged in. They hold me prisoner like some common criminal. Diese Trampel sind einfach so hereingeplatzt. Nun halten sie mich gefangen wie einen gewöhnlichen Verbrecher. Madness, an base insult. Wahnwitz ist das und eine gemeine Kränkung dazu. You there, you're an able sort. Oi, ihr macht einen tüchtigen Eindruck. There's time yet before my trial is decided. Pray, arrange for my acquittal however you may. Es bleibt noch Zeit, bis das Urteil über mich gesprochen wird. Bitte sorgt für meinen Freispruch, wie auch immer es anstellen mögt. If you see me through this storm, I'll sell to you at cost for the rest of my days. Bringt ihr mich sicher durch diesen Sturm, werde ich euch bis ans Ende meiner Tage nur den Einkaufspreis berechnen. It's a generous offer, eh? Ist das nicht ein großzügiges Angebot? Now go. And pray put an end to this farce. I'm eager to be quit of this confinement. Please, sir. Geht nun, bitte, und setzt dieser Posse ein Ende. Ich kann es kaum erwarten, diese Haft ledig zu sein. Bitte, Herr.
Geschenkeliste. Das ist noch eins und... Na, M geht nicht. Da wäre Abgabe. Hier bei der Kirche noch. Da können wir gerade noch hin. Dann hätten wir zwei Sachen. Und dann müssen wir unbedingt direkt nach Casardis. Bischof, mein werter Freund. What? Fornival stands trial? Tis a pity. Was? Fornival steht vor Gericht? Was für ein Jammer. In truth, the man was profligate. His ostentation earned him envy and enmity in equal parts. Ganz ehrlich, der Mann war ein Verschwender. Seine Prozerei brachte ihm zu gleichen Teilen Neid und Feindseligkeit ein. But he was not the sort of man to seek profit in the misfortunes of others. Doch er war keiner von der Sorte, die Gewinne aus dem Unglück anderer schlagen. I will add my name to the petition. Ich werde meinen Namen unter das Bittgesuch stellen. I shall pray that his innocence is proven. Ich werde dafür beten, dass seine Unschuld erwiesen wird. Gut, jetzt auf nach Casardis. Wir haben nicht viel Zeit. Also spurten wir mal los. Speedrun-mäßig. Einmal Casardis zurück mit Beweisen. Dann werden wir das mal sehen. Ob wir das schneller hinkriegen, als wir das bis anhin gemacht haben. Rup, einmal durch. Von dem kriegst du wirklich einen Hörschaden beim Zuhören über Kopfhörer. Hear ye. Oder wie er auch das immer sagt. Das dröhnt bei mir auf den Kopfhörern noch und nöcher.